Manchmal geht es genau darum, nach innen zu gehen, wenn es draußen stürmisch ist. Kraft zu tanken, Mut zu schöpfen, um wieder an sich selbst und die Verwirklichung seiner Ziele zu glauben. Die Wissenschaft belegt in vielen Studien, dass wir sehr viel größer sind, als wir von uns selbst denken. Und das Problem ist, dass wir uns durch Stress und Hektik und ungewünschte Situationen im Leben verloren haben. Und wenn wir uns wiederfinden, dann fühlt es sich an wie Magie. Doch die wahre Magie entsteht dann, wenn wir uns selbst und unseren Lebensplan erkennen und vor allem, wenn du erkennst, wie wahrhaft großartig du bist. Herzlich willkommen zur Instant Change Transformation Show. Das hier ist deine Sendung für positive Veränderung jeden Dienstag um 19 Uhr. Und jetzt sei gespannt, was mit Instant Change alles möglich ist. Hallo und herzlich willkommen zur Instant Change Transformation Show. Ich bin Daniel Weinstock, ich bin dein Host heute Abend. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bei der Instant Change Transformation Show mit dabei bist. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema und das Thema ist, glaube ich, auch gerade in dieser heutigen Zeit sehr, sehr wichtig. Es geht um die Zukunft. Ja, genau, um die Zukunft und nicht nur um irgendeine Zukunft, sondern es geht heute um deine Zukunft. Und gerade zu Beginn des Jahres fragen sich Menschen immer, was möchte ich dieses Jahr erreichen? Was möchte ich verändern? Was möchte ich nicht mehr haben? Wovon möchte ich weniger haben? Wovon möchte ich auch mehr haben? Und vielleicht möchtest du einmal Folgendes tun und dir ein Blatt Papier und einen Stift holen. Und wir gehen ein bisschen rein in Future Creation. Das heißt, wir gehen ein bisschen rein in dieses Thema Zukunft. Und es geht heute darum, die Zukunft neu zu bestimmen. Was steckt da drin? Es steckt da drin, dass wir die Zukunft neu bestimmen können, egal was draußen passiert. Bei den meisten Menschen ist Folgendes, sie handeln immer von außen nach innen. Irgendetwas passiert im Außen und sie bekommen dann im Inneren vielleicht ein schlechtes Gefühl, handeln auf eine bestimmte Art und Weise oder handeln gar nicht und bekommen deswegen nicht das Ergebnis, was sie sich wünschen. Die Formel für Ergebnisse lautet, meine Gedanken, meine Gefühle und meine Handlungen bringen mir Ergebnisse. Und das ist immer so. Wir können dieses Gesetz nicht aushebeln. Das Gesetz der immerwährenden Umwandlung, das wirkt im Universum. Aus deinen Gedanken, Gefühlen und Handlungen von gestern wird jetzt gerade Wirklichkeit. Und der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, oh super, zum Glück. Und der eine oder andere sagt jetzt vielleicht, so ein Mist. Okay. Die Zukunft neu bestimmen. Neu bestimmen heißt, dass wir eben nicht zurückschauen, was war denn das Alte, was war das Problem, was hast du früher vielleicht nicht erreicht, was hast du früher nicht geschaffen oder geschafft, welche Dinge sind schiefgelaufen, sondern es geht vor allem darum, die Zukunft neu zu bestimmen. Du bestimmst dein Leben. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass irgendjemand irgendwo in einer Opferhaltung drin ist und sich als Opfer fühlt. Und leider ist es manchmal so, gerade in der heutigen Zeit fühlen sich viele als Opfer, viele fühlen sich nicht gut aufgehoben, viele denken, oh je, was soll die Zukunft bringen? Doch die Zukunft können wir alle dann nur positiv dann meistern, wenn wir uns jetzt umentscheiden.
Und es ist egal, was draußen ist, wenn wir uns entscheiden, nicht von außen nach innen zu leben. Dass wenn wir irgendetwas im Außen wahrnehmen, was uns nicht gefällt, dass das zu einem schlechten Gedanken, zu schlechten Gefühlen und schlechten Handlungen oder gar keine Handlungen führt und wir dadurch nicht die Ergebnisse bekommen, die wir haben wollen. Wenn wir uns entscheiden und diese Entscheidung, vielleicht magst du die heute Abend treffen, wenn du diese Entscheidung triffst, von innen nach außen zu leben, dann kann sich ganz viel verändern, denn es geht nicht darum, wie irgendetwas ist, sondern alles, was ist, ist eine Auswirkung. Es ist schon da und wir können es nur ändern, wenn wir ab jetzt unsere Gedanken und Gefühle und Handlungen selbst verändern. Und dazu brauchen wir ein Ziel, dazu brauchen wir etwas, auf das wir hinstreben können. Das reicht am Anfang vielleicht auch mal zu sagen, das und das will ich nicht mehr. Also nimm dir ein Blatt Papier, schreib mal auf, was willst du nicht mehr? Was nervt dich? Was kotzt dich an? Darf man auch mal sagen, darfst du auch mal aufschreiben, was macht dich wütend gerade? Weil das sind all diese Dinge, all diese Emotionen, die dazu führen, dass du dich von deinen Zielen, Wünschen und Träumen entfernst. Es gibt im Universum keinen Stillstand. Das Gesetz der immerwährenden Umwandlung haben wir gerade gehabt. Es gibt noch ein anderes, das Gesetz der Schwingung steht niemals still. Es ist alles immer in Bewegung. Alles ist in Schwingung. Und es gibt entweder die Möglichkeit, dass du dich zu deinem Ziel bewegst oder dass du dich von deinem Ziel wegbewegst. Es gibt keinen Stillstand im Universum. Und das ist wichtig zu wissen. Wenn du nicht sagst, wo du hin willst, dann wird dein Gehirn, dein ganzes menschliches System, sich irgendwelche anderen Aufgaben suchen. Dann wirst du dich automatisch mit irgendwelchen Dingen beschäftigen. Und je nachdem, welche Informationen schon in dir abgespeichert sind, in deinem gesamten menschlichen System, je nachdem, triffst du Entscheidungen bewusst, die meisten unbewusst, um mit verschiedenen Dingen umzugehen oder dich für bestimmte Dinge zu interessieren oder auch nicht. Und oft ist es so, wir haben ja nicht immer nur gute Sachen erlebt im Leben, richtig? Es waren ja auch mal so ein paar Sachen dabei, wo wir gesagt haben, hätte ich mir auch sparen können, aber wir haben dadurch gelernt. Also wir haben auch diese negativen Dinge haben etwas Gutes. Denn wenn ich jetzt mal zurückschaue in mein Leben, dann das meiste, was mich etwas gelehrt hat, die meisten Dinge, die ich gelernt habe, habe ich nicht dann gelernt, wenn etwas positiv und toll und gigantisch gut war und megamäßig super und alles toll geklappt hat, sondern die meisten Dinge habe ich in der Tiefe dort gelernt, wo Dinge nicht funktioniert haben und wo ich auch mal auf die Schnauze gefallen bin, wo man auch mal, darf man sagen, Dreck fressen darf man auch mal sagen, oder? So, wo man auch mal das musste. Und es ist so, dass auch negative Dinge passieren positiven Menschen. Das ist völlig normal. Und du kannst vorbereitet sein, nicht vorbereitet sein, wie auch immer. Es kann sein, dass es uns immer trifft. Doch die Frage ist einfach, was machen wir damit? Denn 10% ist das, was passiert. 90% ist das, was du draus machst. Und deswegen geht es mir heute darum, deine Zukunft neu zu bestimmen. Bestimme du deine Zukunft neu, jetzt, heute und hier. Bestimme diese Zukunft neu. Du bestimmst, du bist Schöpfer deiner Umstände. Wenn du das annimmst für dich, dann sind die gesamten Gesetze des Universums auf deiner Seite. Denn es wird sich sehr viel ausrichten, damit du das bekommst, was du bekommen möchtest. Ich habe in den letzten 14 Jahren mittlerweile mit über 57.000 Menschen in meinen Seminaren und Trainings gearbeitet. Und immer da, wo Menschen eine Entscheidung getroffen haben, wo sie gesagt haben, ja, das will ich jetzt, haben sie Chancen und Möglichkeiten in ihr Leben gezogen, um dieses zu erreichen, früher oder später. Doch du kannst es nicht erreichen, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Wenn du nicht weißt, wo du hinfahren möchtest und du fährst im Auto einfach im Kreisverkehr rum und rum und rum, irgendwann wird es dir schlecht,
und verbrauchst viel Sprit und Reifenabrieb hast du sowieso und whatever. Ja, es kostet alles Geld und du kommst nicht vorwärts. Du kommst nicht vorwärts ohne Ziel. Also wenn alles möglich wäre, wenn du vielleicht auch deine Vergangenheit nicht gehabt hättest, woran auch immer du jetzt gerade denkst. Ganz egal, was war. Wie würdest du dein Leben gerne haben? Wofür würdest du dich entscheiden? Auch wenn du diese vergangenen Dinge, also gerade wenn du diese vergangenen Dinge nicht erlebt oder gehabt hättest. Wofür würdest du dich entscheiden? Was sind die Dinge, die du wirklich willst in deinem Leben? Zukunft neu bestimmen heißt, eine Sache zu nehmen und sich ein Ziel zu setzen und zu sagen, so, und jetzt geht es los und jetzt bin ich bereit, etwas zu verändern. Jetzt bin ich bereit, etwas zu tun. Zukunft bestimmen ist am Anfang für jemanden, der das vielleicht nicht bewusst tut, etwas umständlich, etwas ungewöhnlich. Es kann einem auch mal Angst machen. Doch das Wichtige ist, dass wir erstens hinsetzen und sagen, das sind meine Ziele, Wünsche und Träume. Da möchte ich hin. Das will ich nicht mehr und das möchte ich. Und wenn du das gemacht hast und wenn du das aufgeschrieben hast, dann werden wir Wege finden, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Mit Instant Change hast du die Möglichkeit, dich auf deine Ziele, Wünsche und Träume so einzustimmen, dass du jetzt schon fühlen kannst, dass du in der Schwingung deiner Ziele, Wünsche und Träume jetzt vibrierst und diese ausstrahlst. Und das können wir nicht dadurch, dass wir mal kurz ein paar Affirmationen sprechen. Das können wir auch nicht, indem wir an irgendetwas mal kurz denken. Denn unsere, denk nochmal an diese Erfolgsformel von vorhin, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Handlungen bringen mir Ergebnisse. Meine Gedanken, meine Gefühle und Handlungen werden zu ungefähr 95% von meiner Programmierung bestimmt. Das heißt also Folgendes, dass ca. 95% der Dinge, die du denkst, die du fühlst, die Gefühle, die du hast, die Emotionen, die du hast, und 95% der Handlungen, die du jeden Tag hast, mehr oder weniger automatisch aufgrund von Programmierung sind. Mit welchem Bein steigst du morgens zuerst in die Unterhose? Programmierung. Wie putzt du dir die Zähne? Programmierung. Alles Programmierung. Wie machst du deinen Kaffee? Wie machst du den? Programmierung. Automatisch. Du fährst zur Arbeit zum Beispiel. Machst du dir noch Gedanken, so wie in der Fahrschule, oh, Schulterblick, rechts, links, blinken, schalten, Gas, Bremse, Schulterblick, whatever. Machst du dir da noch Gedanken? Nein, du machst dir keine Gedanken mehr drüber. Du fährst von A nach B und manchmal denkst du, oh, bin ich jetzt da schon vorbeigefahren oder nicht? Ja, es ist ein automatisierter Ablauf. Und wir Menschen sind Gewohnheitstiere aufgrund dieser automatischen Abläufe. Doch diese automatischen Abläufe, die wir haben, diese Programmierung, die wir haben, unsere Denkgewohnheiten, Gefühlsgewohnheiten und unsere Handlungsgewohnheiten, die bringen uns entweder von unserem Ziel ab, leider, oder sie bringen uns zu unserem Ziel. Doch bevor wir neue Gewohnheiten überhaupt installieren können, um dahin zu kommen, wo wir wirklich hinwollen, ist es wichtig, dass wir in unser System neue Informationen reinbringen. Und dann möchte ich dich einladen. Ich möchte dich einladen, am Instant Change Abendworkshop dabei zu sein und Instant Change für dich mal live zu erleben. Ich werde mit Menschen direkt arbeiten. Es wird cool, es wird gigantisch. Sei auf jeden Fall dabei beim Instant Change Abendseminar und schau es dir an. Es wird ein super, super, super tolles Erlebnis sein. Denn ich werde mit Menschen arbeiten, die noch nie mit Instant Change eine Berührung hatten, die auf einmal merken, oh, eine Angst ist weg, Sorgen sind weg, Zweifel sind weg, ich fühle wieder meine Ziele, ich fühle wieder meine Kraft, ich fühle wieder meine Vitalität in mir, ich fühle die Freude wieder in mir, ich merke wieder, die Begeisterung kommt für meine Projekte, ich habe wieder Klarheit für das, was ich wirklich will. Und dadurch bringst du Geschwindigkeit drauf in der Zielerreichung.
Und Geschwindigkeit bringst du nicht rauf, wenn du alles über das Bewusstsein lösen musst, weil das Bewusstsein einfach nicht die Kapazität hat, ja, oder die Leistung hat, um das Ganze zu verarbeiten. Wir müssen neue positive Informationen in dein gesamtes System bringen. Und das zeige ich dir beim Instant Change Abendseminar. Du findest hier irgendwo einen Link. Sei dabei. Ich freue mich mega, mega, mega mäßig auf dich. Und jetzt habe ich gleich einen Gast. Ich habe einen Allgemeinarzt, der zum Thema Instant Change spricht. Der wartet hier jetzt gerade schon. Ich muss jetzt nur kurz etwas umbauen. Das heißt, wir machen eine kleine Unterbrechung und dann ist der Robert auch gleich da. Und ich sage bis gleich. Bleib dran und du wirst gespannt sein, was er dir zeigt, was er mit Instant Change erlebt hat, was er mit anderen Menschen mit Instant Change erlebt hat, auch nochmal aus seiner Gesicht als Allgemeinarzt. Das wird spannend, das wird cool. Bleibt dran und wir sehen uns gleich. Du möchtest die neue Instant Change Methode erlernen, um dich selbst und andere in das volle Potenzial zu führen? Du bekommst eine dreitägige Praxisausbildung online oder fort in Frankreich und du lernst Instant Change direkt bei anderen Teilnehmern anzuwenden. Gleichzeitig bekommst du auch viele Instant Change Anwendungen, um dich selbst von allem zu befreien, was vielleicht jetzt noch zwischen dir und einem glücklichen, vitalen und erfolgreichen Leben steht. Nach deiner Ausbildung zum Instant Change Professional hast du den Zugang zur Instant Change Community, kannst dich mit anderen vernetzen und lernst in unserer hauseigenen Akademie alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Zusätzlich bekommst du ein Business-Paket mit Webseiten, integriertem Zahlungsanbieter und automatisiertem Abrechnungssystem, damit du effizient und voller Freude Menschen helfen kannst, ihr Leben zu verbessern. Zusätzlich bekommst du Tools, die dir neue Interessenten bringen. Du lernst also eine absolut ganzheitliche Methode in der Tiefe und bekommst gleichzeitig ein komplett fertiges Business, mit dem du von jedem Ort der Welt aus online Instant Change Anwendungen geben kannst. Warte nicht, sondern entscheide dich jetzt und schließe dich unserer großen Mission an, mit der wir Menschen schnell und nachhaltig zu mehr Lebensqualität verhelfen, denn dies ist jetzt so wichtig wie noch niemals zuvor. Melde dich jetzt bei deinem Ansprechpartner und sichere dir deinen Platz in der Zertifizierung zum Instant Change Professional. So, hallo, herzlich willkommen zur Instant Change Transformation Show. Ich bin Daniel Weinstock und freue mich sehr, dass du heute Abend eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe einen ganz, ganz interessanten, spannenden Gast heute, der Instant Change wirklich aus dem Herzen lebt. Und ich will gar nicht groß über ihn erzählen. Ich lasse ihn einfach mal sich selbst vorstellen. Herzlich willkommen, lieber Robert Brodun. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und toll, dass du heute mein Gast bist in der Instant Change Transformation Show. Ja, vielen Dank, Daniel, für die Einladung. Ich freue mich und grüße auch alle. Sehr gut. Robert, darf ich dich vorab fragen, so mal für alle Zuschauer, was machst du denn? Wo kommst du her? Was sind so was ist das, was du beruflich tust? Ja, ich bin als Allgemeinarzt hier in Bad Gottleuba tätig. Das ist ein kleines Kurörtchen in Sachsen. Und hier leben wir mitten in der Natur, haben ein sehr ländliches Patientenklientel, also ein älteres Patientenklientel auch, haben viele Hausbesuche und betreuen die Menschen hier rundum. Mhm. Und ja, ein Anliegen war mir, mich immer auch weiterzuentwickeln, weil ich mit der Schulmedizin doch auch immer an Grenzen gestoßen bin,
wo viele Fragezeichen geblieben sind. Und da habe ich in meinem Leben viele interessante Dinge gemacht, viele Weiterbildungen auch gemacht, bis dann Instant Change in mein Leben kam. Okay, cool. Du hast gerade gesagt, dass du das so ein bisschen an die Grenzen gestoßen bist. Magst du das, darfst du was sagen? Genau, also was mir halt immer mehr so aufgestoßen ist für mich selbst, ist, dass ich so dieses Verwalten von Krankheitsbildern, von kranken Geschichten nicht mehr mochte. Ich bin da ja unzufrieden geworden und habe da wirklich nach Lösungen gesucht. Und die Lösungen, die sich mir so in den letzten 4, 5, 6 Jahren gezeigt haben, die waren mir zu kompliziert, zu langwierig, dass dann mein Verstand immer auch gesagt hat, das kannst du eh im Alltag nicht anwenden und das ist, hast, gibt dein Zeitkontingent nicht her. Und dann bin ich auf der Stelle getreten und war eben in dieser Unzufriedenheit gefangen. Okay, verstehe ich. Okay, cool. Dann warst du mit ein paar Sachen unzufrieden, hast gerade gesagt. Und meine Frage, wie bist du denn zu Instant Change überhaupt gekommen? Was hat dich da, hat dich jemand eingeladen? Wie ist das zustande gekommen? Genau, also ich bin einer Einladung gefolgt und zwar aus einer Übungsbekanntschaft, sage ich mal, von einer anderen Technik. Da hat sich die meine Adresse bei der Dame gefunden, die mich eingeladen hat. Und sie hat mich ganz spontan dann angeschrieben. Und ich war zunächst, wo ich diese E-Mail bekam, erstmal skeptisch und so diese Fragen schon wieder was Neues. Und ich bin also noch in einer anderen Ausbildung gewesen und hatte gerade auch noch mal so ein Kurzseminar besucht mit meinem Sohn zusammen. Und nun kam schon wieder der neue Schlüssel, der auf meinem Lebensweg lag. Und mein Herz hat aber gesagt, Skepsis beiseite, geh und sei neugierig. Und dann bin ich diesem Impuls meines Herzens auch gefolgt. Das finde ich total, total spannend, ja, weil du natürlich skeptisch, ich finde, skeptisch zu sein ist sehr, sehr gut und ich glaube auch sehr, sehr wichtig an der Fülle der Informationen, die wir heute bekommen oder die auf uns einprasseln. Und ich finde es schön, dass du der Sache eine Chance gegeben hast und gesagt hast, so, das höre ich mir mal oder schaue ich mir mal an. Was war dann das Weitere? Wie bist du, also du hast eine E-Mail bekommen, was war danach? Genau, also ich habe den Link zu einem Buch, zum Instant Change Buch bekommen. Das war für meinen Verstand auch erstmal wichtig, dieser Schritt, dass ich da erstmal auch nochmal optisch, visuell etwas hatte und mich damit beschäftigen konnte. Das war Anfang Mai. Und dann ging das eigentlich, dass ich über das Webinar, also dieses Buch hatte mich neugierig gemacht, dann habe ich dein Webinar besucht und dann habe ich mich auch für das Event angemeldet. Mhm. Ja. Vom Event dann war das für mich eigentlich ein Selbstläufer, also der Tag mit dir, Daniel, und auch mit den vielen, vielen Gästen. Also ich war also auch sehr überrascht über die Zahl, die da an dem Live-Event da auch teilgenommen hat. Das hat mich doch sehr beeindruckt. Wie viele waren da? Weißt du das noch? Also es waren, ich meine, das waren um die 500. Das war ein Riesen, Wahnsinn. War Wahnsinn gewesen. War echt cool. Und das war für meinen Verstand natürlich auch zu dem Zeitpunkt hilfreich, wo ich mir gesagt habe, wenn da so viele sich für interessieren, dann kann es ja so verkehrt nicht sein und nicht so ein Nischendasein führen. Und das war, war schon sehr hilfreich gewesen. Und dieser Tag hat mit dem Theorieteil, der knapp bemessen ist und mir wirklich das Wesentliche kommuniziert hat, worum es bei Instant Change geht, und dann mit diesen vielen Anwendungen sehr, sehr geholfen, da auch eine Entscheidung zu treffen. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, es war für dich so, du hast dich interessiert, der Tag war, ist gut gelaufen, hast du gesagt, okay, du machst die Ausbildung. So, sehr gut. Gab es da in der Ausbildung oder auch danach Dinge, die du bei dir selbst verändert hast? Oder wie war das bei dir mit Instant Change? Also,
Also es war für mich erstmal den Entschluss, dann die Ausbildung zu machen. Das war wirklich auch, da ist an dem Eventtag mein Herz aufgegangen und das war eigentlich ein Selbstläufer. Und mit dem Start von dem ersten Ausbildungstag war eigentlich klar, ich bin nach Hause gekommen. Und das war wirklich so ein cooles Erlebnis, nach der Mittagspause dann die erste Anwendung zu bekommen, aber auch die erste Anwendung zu geben mit dem, was wir bis dahin eben an Technik gelernt hatten. Und diese Einfachheit der Methode, das war für mich wirklich der Knaller und ist es nach wie vor. Und dieses Nachhausekommen war für mich wirklich auch diese Einfachheit der Methode, diese Klarheit, ja, es läuft aus mir heraus, diese Anwendung zu geben. Das Wichtigste sind die Informationen, die ich rausfische auch für den Klienten und dann eben auch das Arbeiten der Technik für sich, dass ich da gar nicht gefragt bin, dass ich da wirklich bei mir sein kann, das zu leiten und anzuleiten und zu führen und dann nicht mich mit technischen Fragen auseinandersetzen muss. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Okay, das heißt, wir sind gleich in die Praxis reingegangen, machen wir ja immer in der Instant-Change-Ausbildung, ja. Ja, wir gehen sofort, natürlich ist ein bisschen Theorie auch wichtig am Anfang, doch dann starten wir in die Praxis rein und du gibst direkt Anwendungen. Sehr cool. Was war so eine Sache, die du bei dir verändert hast mit Instant-Change? Also bei mir war es wirklich auch nochmal dieses Gefühl, nach Hause gekommen zu sein und damit diese Fragezeichen, die in mir waren, was ich am Eingang auch gesagt habe, dass ich auch von der Arbeit her ja diese Fragezeichen hatte, wie kann ich Menschen weiterhelfen und aus diesem Verwalten herauskommen, da wirklich eine Veränderung für mich zu sehen, wie ich auch vom Business her oder von meinem beruflichen Feld her auch mich erweitern kann, das war für mich also ein riesen, riesen Geschenk. Und ja, dieses größte Geschenk für mich ist eigentlich wirklich von Herzen und auch mit meiner ganzen Liebe und Achtsamkeit so authentisch sein zu können und mich nicht irgendwie an irgendwelchen Fakten orientieren zu müssen, sondern wirklich mich dem Schatz und dem Reichtum meines Herzens hingeben zu können. Das ist eigentlich mein Geschenk von Instant Change und das ist ja nicht zu toppen. Das heißt, deine Berufung ist klarer geworden dadurch. Instant Change war vielleicht so ein kleines Puzzleteil, was irgendwo noch gefehlt hat, weil du hast sehr, sehr viel gelernt, hast selber natürlich als Allgemeinarzt sehr viele Dinge gelernt und hast es mit Instant Change ergänzt und dann ist ein Ganzes so draus geworden. Ja? Das ist schön. Ja? Das merkt man bei dir auch in der Ausstrahlung, das kommt rüber, dass du voll mit Herzen dabei bist. Was ist so eine Sache, Robert, die du vielleicht bei jemand anderem durch Instant Change erreicht hast, also bei einem Klienten, Patienten? Also bei mir war es dann auch zunächst in der Familie, dass ich natürlich auch neugierig war, das innerhalb der Familie anzuwenden. Und da habe ich meinen Bruder auch, der zu Besuch war, gefragt, ob er ein Thema hat. Und er hatte also ein berufliches Thema auch benannt, war mit seinem Job nicht zufrieden in der Hinsicht, dass er nicht die Qualitäten leben konnte und die er hat und die er auch diese Veränderung, die er als notwendig sah für den Betrieb, in dem er arbeitete, die mit den Ideen also nicht landen und punkten zu können. Das hat ihn sehr viel Kraft gekostet, weil er sich einfach in seinem Potenzial auch nicht gesehen hat. Und wir haben da seine Ziele diesbezüglich bearbeitet und es war wirklich krass, dass er innerhalb von ein paar Wochen dann die Entscheidung getroffen hat, diesen Beruf zu kündigen und in die Selbstständigkeit zu gehen. Und soweit ich das weiß, ist dieser Gedanke der Selbstständigkeit für ihn relativ spontan und neu geboren. Und dass er das so schnell umsetzen konnte, war also wirklich der Hammer. Das ist irre, was er für Riesenschritte auch in seinem Leben gemacht hat und mit welcher Klarheit und Konsequenz er auch die Entscheidung getroffen hat, trotz laufendem Krediten seine gesicherte Existenz, sein gesichertes Einkommen aufzugeben zu den Dingen, die er wirklich auch mit dem Herzen macht.
Das ist toll. Sicherheit, das sage ich immer, liegt ja nicht irgendwo in einem Beruf oder in einem Vertrag irgendwo, sondern in uns selbst. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache, die du gerade erzählst, weil dein Bruder steht dir nahe und ist natürlich toll, sowas erleben zu dürfen. Das heißt, ihr habt an der Berufung gearbeitet, an der Unzufriedenheit ein bisschen. Wie würdest du jetzt jemandem so eine Instant-Change-Anwendung erklären, der das vielleicht noch gar nicht gesehen hat, noch gar nicht erlebt hat, überhaupt noch gar nichts von Instant-Change weiß, vielleicht ganz neu jetzt gerade ist, wie würdest du aus deiner Position auch als Allgemeinarzt, wie würdest du Instant-Change beschreiben oder die Anwendung, wie das wirkt, was da passiert? Also ich beschreibe meinen Patienten dann, wenn ich über Instant Change berichte oder über andere Möglichkeiten, auch Lösungen zu finden, berichte, beschreibe ich, dass es mich gar nicht mehr so interessiert, wo jetzt Beschwerden herkommen, welche Zusammenhänge bestehen, sondern dass mich eigentlich interessiert, wo der Patient stehen möchte, wo er hin möchte, was er überhaupt für Ziele hat in seinem Leben, wo sein Herz aufgeht. Und es ist für mich ja immer noch so eine betrübliche Erfahrung, dass ganz viele Menschen da leider auch mit der Frage zunächst einmal überfordert sind, dass sie also gar nicht so recht wissen, ja, was möchte ich denn eigentlich? Sie können benennen, womit sie nicht zufrieden sind. Es sind ja überwiegend dann auch Symptome, die quälend sind für den Patienten oder wo Abhilfe geschafft werden soll. Aber eine wirkliche Idee, was sie jetzt mit ihrem Leben anfangen möchten, was ihre Herzenswünsche sind, fehlt oft. Und Menschen da wieder mit zu verbinden, ist für mich wirklich ein Riesengeschenk. Und dann richte ich schon den Fokus auch genau darauf und gebe das zunächst als Hausaufgabe mit, damit sich auseinanderzusetzen, was denn Ziele, Wünsche und Träume auch sind. Und wenn diese so nach und nach geboren werden, dann gibt es eben diese Angebote auch, anders damit arbeiten zu können. Und wer da Interesse hat, den verbinde ich dann zum Beispiel mit dem Event, mit dem Link zu dem Event oder auch jetzt mit dem Anwendungsabend, der für mich wirklich auch sehr praktisch orientiert ist und wo innerhalb von einer kurzen Zeit die Menschen und die Interessenten auch wirklich sich einen guten Überblick verschaffen können, was passiert bei Instant Change, wie funktioniert das und ja, wie es für mich funktioniert, ist letzten Endes diese Informationen, die einfach eine riesen Bedeutung haben und die richtigen Informationen, die in das System gehören, die zum Patienten oder Klienten gehören, die im Prinzip durch das System des Patienten zu führen und den Patienten damit zu verbinden und von Glaubenssätzen, von Überzeugungen, die davon abhalten, das leben zu können, davon eben, also diese Blockaden eben rauszunehmen aus dem System, das ist im Prinzip die grobe Umschreibung von dem, was Instant Change macht oder wie es funktioniert. Okay, sehr gut. Wir haben ja meistens zwei Arten von Menschen, die zuschauen in der Instant Change Transformation Show. Wir haben die, die sagen, mir geht's gut, ich habe überhaupt nichts, ich muss überhaupt nichts ändern, haben aber dann vielleicht doch irgendwie so ein paar kleine Sachen, über die sie sich ärgern. Und dann haben wir die Menschen, die sagen, ja, ich habe eine Angst, ich habe Sorgen, ich habe irgendwelche Themen, die ich gerne bearbeiten würde, aber ich bin mir noch nicht sicher, ist Instant Change etwas für mich? Was würdest du denn jemanden raten, der irgendetwas schon hat und schon weiß, ihn hält irgendetwas ab? Was würdest du dieser Person raten? Ich würde der Person erstmal raten, wirklich auch sein Herz zu besuchen und eben wirklich zu erforschen, was sind denn meine Herzenswünsche. Da ist wirklich für mich ein ganz wichtiger Kern beinhaltet, weil wir wissen bei Instant Change, die Qualität der Information bestimmt die Qualität der Transformation. Und für mich ist eigentlich die Hauptinformationsqualität im Herzen verortet. Und damit zu verbinden, ist mir ganz, ganz wichtig. Und ja, viele Menschen meinen, sie hätten keine Themen und es sei alles in Ordnung. Und
Das Schöne ist, dass auch meine Erfahrung mit Instant Change ist, dass ich auch an Wünsche und Träume herangefunden habe über Instant Change, von denen ich bislang gar nichts gewusst habe und die mein Leben einfach so viel größer machen, als es bisher war. Und ich kann jeden einladen, offen zu sein dafür, für die Wünsche, die noch gar nicht so ins Bewusstsein vorgerückt sind, vorgedrungen sind, denen Raum zu geben. Und weil das ist wirklich auch das, was mich begeistert, für mich da völlig neue Türen geöffnet zu haben und in einer ganz anderen Qualität auch da sein zu können. Und im tiefen Frieden zu landen, der mich wirklich, der mir sehr viel Klarheit schenkt. Und das kann ich jedem Menschen nur wünschen, auch dahin zu kommen. Das hast du sehr schön gesagt. Würdest du unterstreichen oder bestätigen, dass Instant Change mehr von unserem Potenzial freilegt, das wir Menschen haben? Genau. Dieses Potenzial freilegt, den Raum eben ganz groß macht, indem wir uns ausbreiten dürfen und wirklich Seiten von uns offenbart, die uns bislang nicht bekannt gewesen sind und uns auch völlig neu definieren kann. Ja. Sehr schön. Dann haben wir noch die anderen Zuschauer, die wir haben, die vielleicht sagen, ja, klingt für interessant, aber brauche ich eigentlich nicht, weil ist ja nicht so schlimm, anderen geht es viel schlimmer, es geht ja gerade noch. Muss ich da irgendwas machen oder was würdest du den Menschen empfehlen? Weil du hast ja sehr, sehr viel Praxis mit Instant Change. Ja, also für mich ist halt die Klarheit sehr wichtig geworden im Leben. Und wenn ich mir nicht so ganz sicher darüber bin, ob ich was verändern kann oder soll oder ob es wert ist, in meinem Leben etwas zu verändern, dann ist für mich die Information zu geben wichtig, dass wir vieles in unserem Leben ja automatisiert machen, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens in Hamsterräder eingestiegen sind, wo wir sehr gut zwar funktionieren, wo wir unseren Job machen und Dinge im Alltag gut organisiert bekommen. Aber ich stelle dann gerne die Frage, bist du das? Ist das alles, was dich ausmacht? Oder welche Qualitäten kennst du vielleicht von früher, wo du in deiner Kindheit plötzlich aufgehört hast, sie zu leben, aus den verschiedensten Gründen? Und da wieder anzuknüpfen und auch nochmal in dieses Kind zurückzutauchen. Und wir haben ja bei Instant Change auch dieses Programm Positive Verrücktheit, die mich auch sehr mit meinem inneren Kind verbunden sein lässt. Da die Menschen mit zu verbinden, kann helfen, da auch vielleicht eine Idee davon zu bekommen, dass es lohnenswert ist, etwas im Leben zu verändern. Und für mich ist, ich kenne also auch, bin sehr in der Struktur ausgebildet und auch groß geworden, aufgewachsen. Und die Struktur hat mich über lange Zeit im Leben geführt und hat mir ein Geländer an die Hand gegeben. Aber ich habe gemerkt, dass ich das gar nicht bin. Und ich habe irgendwann meinen intuitiven Anteil in mir kennengelernt. Und das hat für mich so eine riesen Schatzkammer geöffnet und hat mir eine ganz andere Idee von mir und von meinem inneren Wissen und von dem Angebundensein an ein viel größeres Wissen eine ganz neue Idee von mir gegeben. Und das ist etwas wirklich Wundervolles, Bereicherndes. Und von daher habe ich auch über Instant Change gelernt, dass Veränderung mein wichtigster Partner im Leben ist. Das ist toll, was du gerade sagst. Veränderung ist der wichtigste Partner im Leben. Es ist sehr inspirierend, was du gerade sagst. Viele Menschen sträuben sich vor der Veränderung, weil sie denken, es könnte was sich schlecht verändern. Ja, wir sagen ja, in Deutsch sagen wir Veränderung, es hat immer so einen kleinen bisschen so negativen Touch, weil verändern wollen wir uns eigentlich nicht so, weil wir haben ja Angst, vielleicht können wir dadurch irgendwas Schlechtes sehen. Wenn wir sagen, jetzt wenn wir jetzt über Instant Change sprechen, in Englisch zum Beispiel, Change, ja, Change is something positive, also es ist was sehr positiv ist, eine Veränderung zu bekommen. Und es ist manchmal ein bisschen so im deutschsprachigen Markt, ist es manchmal ein bisschen negativ gedacht. Was, wenn jetzt jemand zuschaut und sagt, hey, ich habe aber so ein bisschen Angst vor der Veränderung, weil ich weiß nicht, was
kommt, was würdest du der Person sagen? Da würde ich sagen, diese Form von Angst ist erstmal zu begrüßen und bitte dann oder lade dann dazu ein, das Ja zu dieser Angst erstmal zu finden. Und die Angst sagt mir letzten Endes ja, dass ich Neuland betrete, dass ich keine Referenz habe, dass ich kein Lehrbuch aufschlagen kann auf der Seite so und so, was mir jetzt erklärt, warum das jetzt so ist. Und diese Angst, wenn die mich einlädt, den nächsten Schritt zu tun und den nächsten Schritt zu tun, dann werde ich sehr schnell die Sicherheit gewinnen, dass die Schritte mich tragen, dass der Boden mich trägt von dem neuen Land. Und meine eigene Erfahrung ist auch, und das war das Tolle von Instant Change auch für mich, indem ich Ziele für mich entdeckt habe, die ich noch nicht kannte. Ich musste nur das Ziel kennen. Ich musste es fühlen können, um zu wissen, wo ich hin möchte. Und es war gar nicht mehr wichtig. Und da konnte ich eben meinen Verstand dann auch wirklich loslassen und an der Seite parken. Ich musste nicht wissen, wie ich dorthin komme, sondern in diesem Vertrauen und an diesem Fühlen des Ziels hat sich der Weg unter meine Füße gelegt, ganz automatisch. Und ich brauchte wirklich nur Schritt für Schritt zu gehen. Und von den Dingen, die sich in meinem Leben verändert haben, ist das mittlerweile auch nicht nur mehr ein Schritt, sondern es sind wirklich Sprünge. Und ich habe an einer Stelle dann auch mal formuliert, dass das für mich auch Quantensprünge sind, ein Quantensprung nach dem anderen. Ja. Toll, sehr gut, Robert. Ja. Klasse. Also, wenn du jetzt gerade zuschaust und dich das vielleicht ein bisschen interessiert, was Robert gemacht hat, was wir machen mit Instant Change. Instant Change ist eine Methode, also aus den neuesten Erkenntnissen der Quantenphysik und der Neurowissenschaften entstanden. Und wenn du das mal erleben möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zum Anwendungsabend ein. In dem Anwendungsabend geht es gar nicht so viel um Theorie, sondern es geht darum, Instant Change mal für dich kennenzulernen. Ich werde immer wieder mal jemanden rausholen. Natürlich erzähle ich ein bisschen Theorie, klar, was da so passiert. Doch es ist ganz viel Praxis. Ich nehme mir einfach jemanden raus von den Gästen. Jemand, der sagt, oh, ich habe was, ich würde das gerne verändern. Oh, ich habe da eine Angst oder habe da eine, was auch immer. Depression, negative Glaubenssatz, nicht die Fröhlichkeit, nicht die Freudigkeit, die man haben möchte oder irgendwas ist nicht so im Fluss, man ist irgendwo nicht so in der Energy, man ist irgendwo gebremst und dann machen wir einige Anwendungen und es ist sehr, sehr spannend für alle zu sehen, was passiert und vielleicht nehme ich ja auch dich raus und wir lösen dein Thema direkt und ich lade dich ganz, ganz herzlich ein auf der Seite. Hier irgendwo findest du den Link, klick da einfach mal drauf und schnapp dir ein Ticket zum Abendseminar. Da ist gleichzeitig in diesem Abendseminar-Ticket hast du gleichzeitig auch ein Ticket für den ganzen Tag, von dem Robert vorhin erzählt hat, in dem auch er seine Entscheidung getroffen hat. Da haben wir sehr viel mehr Übungen, auch mehr Theorie, warum das funktioniert und so weiter. Sehr viel mehr Übungen und ich hole noch mehr Menschen immer wieder raus und arbeite mit ihnen. Also es ist ein Tag voller Power, so, voller Kraft, der einfach deine Batterien auflädt zu genau zu dem Thema, wo du wirklich hin möchtest. Dann möchte ich ganz, ganz herzlich einladen. Schau es dir an, sei dabei und ich gebe dir auch eine Sicherheit, wenn du in das Ticket investierst und nur 47 Euro, aber selbst wenn du sagst, nein, das ist es nicht wert und du sagst am Abendseminar, nee, das war jetzt nicht das, was ich mir vorstelle, dann bekommst du dein Geld wieder zurück, okay? Weil ich möchte, wir wollen mit Instant Change Menschen helfen, in ihre volle Power, in ihr volles Potenzial, in die volle Klarheit, in die Freude zu kommen und wie Robert so schön sagt, aus dem Herzen zu leben wieder, aus dem Herzen wieder Entscheidungen zu treffen, aus dem Herzen voranzugehen, zu seinen Zielen, Wünschen und Träumen, was, glaube ich, das Allerwichtigste ist, gerade in den heutigen Zeiten. Und wenn du dabei sein möchtest, klick jetzt einfach auf den Link und sicher dir noch ein Ticket. Es ist alles live an dem Abend und ich würde mich riesig freuen, dich einfach kennenzulernen. Robert, nochmal kurz zurück. Wir haben ja die Möglichkeit, mit Instant Change entweder online zu arbeiten oder offline. Also online, ja, von zum Beispiel Smartphone zu Smartphone oder wir können oder Computer zu Computer, wie auch immer. Oder offline, also direkt vor Ort zu arbeiten. Wie arbeitest du meistens so mit Menschen mit Instant Change? Also ich mache das tatsächlich auch überwiegend übers Telefon oder auch als Zoom-Call. Im Fall von meinem Bruder habe ich es tatsächlich dann auch präsent gemacht. Aber die
Qualität, sage ich mal, der Transformationen ist jetzt, für die Qualität ist es nicht notwendig, die Präsenz zu haben, sondern es funktioniert genauso auch über Telefon. Ich brauche auch gar nicht unbedingt das Bild über Zoom, weil ich sehr gut da auch in die Situation hineingehen kann. Und das ist so unkompliziert, es ist zeitlich so flexibel, es ist örtlich so flexibel, es ist ein großes Geschenk, so arbeiten zu können. Sehr cool, Robert, perfekt. Abgesehen davon, dass wir uns beide heute einen roten Pulli angezogen haben, zufällig. Was gibt es noch zu sagen? Was möchtest du vielleicht dann unsere Zuschauer, vielleicht dann jemanden, der jetzt gerade da steht und vielleicht sagt, ich weiß noch nicht, soll ich das machen? Soll ich mal dem Ganzen einfach mal vertrauen, mich mal öffnen dafür? Vielleicht jemand, der unsicher ist, oder gibt es irgendeine Message, die du einfach noch an die Menschen hast, jetzt zum Abschluss, die gerade zuschauen? Ja, was mich an Instant Change auch begeistert, ist diese Lebendigkeit des Systems, die Lebendigkeit der Technik. Wir bekommen also immer auch neue Programme an die Seite. Es ist für mich wirklich ein Werkzeugkasten, der so vielfältig ist, wo ich so viele Dinge mit angehen kann, egal ob das jetzt verschiedene Lebensbereiche betrifft. Es geht auch darum, im Familiensystem beispielsweise zu arbeiten oder in der Energie, im energetischen Bereich, im Reinigen von Plätzen, Häusern, Grundstücken und im Beziehung auf Partnerschaften, in Beziehung auf berufliche Partnerschaften. Es ist so umfänglich, dass ich begeistert bin. Toll, Robert. Also, wenn du zuschaust und sagst, ja, du möchtest in dein volles Potenzial kommen, es darf leichter gehen, es darf einfacher, es darf schneller gehen, dann sei dabei mit Instant Change. Wie gesagt, du siehst es auch hier, du kannst Blockaden, Ängste, Sorgen, was auch immer, in wenigen Minuten auflösen. Probier es einfach aus. Das Einzige, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du deine Blockade los wirst und du in deine volle Power, in deine volle Kraft, deine volle Lebendigkeit reinkommst. Und das wünsche ich dir von Herzen. Es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, dass du heute hier zugeschaut hast, und melde dich, wenn es irgendetwas gibt, was wir für dich tun können. Melde dich auch gerne bei Robert direkt, wenn du mit ihm arbeiten möchtest und vielleicht etwas wissen möchtest zur Anwendung oder zur Ausbildung. Auch Robert ist gerne für dich da. Und Robert, an dich nicht nur vielen Dank, sondern einen ganz herzlichen Dank. Es war wirklich ganz, ganz spannend, dich hier zu haben und aus der Sicht eines Allgemeinarztes auch mal Instant Change zu sehen. Und vielen, vielen Dank. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich sag nicht Tschüss und Goodbye, sondern ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Daniel. Ganz lieben Dank und Tschüss. Ciao, ciao.